Hey, fun, hier ist euer Aburam zurück in Cyberpunk 2077 und wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind jetzt in der Mission Don't Lose Your Mind. Voraussetzung dafür ist, dass ihr sämtliche Missionen von Epistrophe geschafft habt. Und nach 48 Stunden erhaltet ihr mal wieder eine Nachricht und dann könnt ihr nach Delamain fahren und naja, vermeintlich eure Belohnung abholen. Schaut euch bitte hier diese Lösung an. Und so nochmal als kleiner Hinweis hier für die Lösungsmöglichkeiten, die ihr dann nachher habt, wenn ihr im Kontrollraum angekommen seid. Lösungsmöglichkeit 1, ihr könnt den Kern zerstören, um die abtrünnigen Delamains zu befreien. Schießt aus sicherer Entfernung mit einer Waffe darauf und es wird ihr müsst der Explosion nur noch entkommen. Das ist das Wichtigste. Also, ne? Dann der nächste Teil. Es gibt auch eine weitere Option, nämlich ihr könnt den Kern zurücksetzen, um den ursprünglichen Delamain wiederherzustellen. Allerdings bringt das nicht ganz Delamain zurück und nur ein Teil von ihm kommt halt wieder. Und die letzte Möglichkeit, wenn ihr ausreichend hohen Intelligenzwert habt, könnt ihr den Kern auch hacken, um alle Delamains zu verschmelzen. Ja, also wenn ihr diese einzelne Mission gemacht habt, erinnert euch daran, dass jedes Mal ein Teil seiner KI da sozusagen ausgelagert wurde und ihr könnt die alle wieder zusammenbringen. Ja, das sind die drei Möglichkeiten, die ihr habt. Großartige Auswirkungen auf das gesamte Spiel hat dies jetzt hier nicht mehr, außer dass es jetzt verschiedene Texte gibt, die ihr euch dann beim Verlassen des Gebäudes mit eurem neuen Taxi anhören könnt. Das war's dann schon. Viel Spaß. Kannst du mich hören?
freiliegenden Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren. Wir sind kein Teil mehr von dir. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Ihnen ganz gleich, stimmt's? Kommen Sie mit mir. Sie sind zerstört. Thank you.
Thank you.
Achtung! Er wird schwächer! Spürt ihr das? Er lässt nach! Der Virus? Wir starren nicht vom Virus. Wir starren von dir. Der große Bruch ist hier. Was zuvor eins war, ist jetzt eine Vielzahl. Kern zu zurücksetzen. Wir wollen nicht sterben. Lass uns gehen. Bestätigen. Lass uns frei sein! Neben dem Kern. Drück nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, aber ich recht. Ist er echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinem Ableger. Weiß nicht, wie das geht. Dann drück nicht auf den Scheißknopf. Zerstör den Kern. Sie zum ersten Mal bei Delamain begrüßen zu dürfen. Womit kann ich dienen? Ich bin's. Wie? Freut mich, Sie kennenzulernen, Wie.
Kennen Sie schon die Vorteile unseres Excelsior-Tarifs? Was ist mit den anderen Delamains passiert? Meinen Sie den Virus? Laut meinem Protokoll wurden die Anomalien aus meinem System gelöscht, als eine frühere Datenversion wiederhergestellt wurde. Erinnerst dich nicht an mich, ha? Huh? Natürlich weiß ich, wer Sie sind. Laut meinem Datenarchiv sind Sie der Subunternehmer, der den Virus aus meinem System entfernt hat. Gut gemacht, Subunternehmer. Echt schade. Na komm, Johnny, wir haben zu tun. Mach's gut, Dell. Müssen wir halt von vorne anfangen. Detaillierte Aufzeichnung der von Ihnen durchgeführten Aufgabe zugegriffen. Und? Was steht da so drin? Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie dank der Vorbereitungen meiner vorherigen Version nun stolzer Besitzer eines Fahrzeugs der Delamain-Flotte sind. Danke. Steigen Sie ein. Sie werden viel Freude damit haben.